Guten Morgen. Ja, herzlich willkommen zu den Morning News. Dienstag ist es heute, ein klein wenig verregnet hier in der Südwestpfalz. Es soll ja wieder ein bisschen Sahara-Staub, Sahara-Sand mitgekommen sein. Ich weiß es noch nicht. Die Morning News werden ermöglicht durch BBG, Europas größtem Aufkäufer von D2C und Amazon Brands. Auch leider nur noch ein paar Tage. Dann unterstützt die Morning News Textu. Und da freue ich mich, aber da freue ich mich besonders über die Insights drauf, die es geben wird. Also die quasi Textu Facts. Ja, jetzt sind wir bei den BBG Facts. Da bleiben wir im Prinzip bei dem, wo wir gestern uns unterhalten haben. Das ist Internationalisierung. Es gibt, glaube ich, kaum einen Online-Händler, der präsenter auf Auslandsmärkten ist als tatsächlich BBG. 108 verschiedene Abverkaufskanäle, die BBG am Ende des Tages bedient. Das macht BBG aber auch extremst unabhängig von zum einen nationalen Krisen, wie aber auch internationalen Krisen auf der einen, auf der anderen Seite aber auch klar anfällig. Ich meine, auch in Osteuropa ist BBG mit seinen Produkten stark präsent und in Russland dürften sie es jetzt wahrscheinlich merken. Was aber, und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, zu sehen ist, dass eine Internationalisierungsstrategie euch als Unternehmen echt weit nach vorne bringt. Hierzu gibt es im Übrigen am Donnerstag gemeinsam mit Amazon den BBG Wissen Talk. Die Veranstaltung findet ihr in der Wortfiltergruppe, allerdings auch hier auf der Seite, auf der gerade gestreamt wird. Wer Lust hat, lässt sich von Amazon erklären, wie eine sehr gute Internationalisierungsstrategie im Amazon-Kontext funktionieren kann. Das ist ein Auftakt, denn es wird im Nachgang noch weitere Veranstaltungen mit Amazon geben, wo wir dann auch dezidiert auf einzelne Länder wie Indien oder Vereinigte Arabische Emirate etc. eingehen werden, denn auch diese Märkte bedürfen bespielt werden. Ja, kaufen die Chinesen jetzt Russland? Damit beschäftigt sich ein Artikel in der South China Morning Post. Und zwar sehen viele Chinesen offensichtlich jetzt aufgrund der westlichen Sanktionen eine optimale Möglichkeit, sich bei russischen Firmen einzukaufen. Das ist der chinesische Pragmatismus, der einen manchmal ja wirklich sprachlos macht. Den Link zu dem Artikel findet ihr unterhalb des Videos. Einfach mal auf sich wirken lassen, wie hier, mit welchem Mindset hier die Chinesen unterwegs sind. Ja, About You hat seine Zahlen veröffentlicht. Der Umsatz ist langsam gewachsen, der Verlust umso mehr. 60 bis 80 Millionen Euro Verlust macht About You und führt den Verlust auf die extremst hohe Expansionsgeschwindigkeit oder den extremst hohen Expansionsdruck zurück. Ja, About You wird ja gerne einmal als Beispiel herangezogen für so ganz, ganz vieles. Für die Digitalisierung, für die Idee, das eigene Ökosystem oder die eigene Plattform als Ökosystem halt auch nach außen hin zu verkaufen. Alles cool, alles fein. Was kann aber der KMU dadurch lernen, davon lernen? Er kann sich im Grunde genommen, muss sich Details anschauen. Was macht im Detail ein About You gut? Denn als Firmenidee ist About You von KMU-Handel ein scheiß Beispiel. So viel Geld kann kaum ein Unternehmen, was halbwegs gebootstrapped durch die Gegend marschiert, vernichten. Und ich halte es für ungesunde, durchaus erfolgreiche, aber ungesunde Geschäftsmodelle, sich Märkte zu kaufen. Das probieren viele, damit sind sehr viele erfolgreich gewesen, Zalando zum Beispiel, ohne Zweifel. Da ist ja auch soweit okay, ist legitim, trotz alledem, aus Perspektive eines KMU-Händlers ist es einfach scheiße, weil ihnen diese Möglichkeiten nicht zur Verfügung stehen. Morgen, René. Aus dem Grund, kann ich mich nicht so ganz der allgemeinen Meinung anschließen, dass About You so richtig cool und richtig smart ist. Weil das müsste etwas Smartes, etwas Cooles sein,
womit ein KMU-Unternehmen etwas anfangen kann. Und mit Otto im Rücken, beziehungsweise jetzt an der Börse, ist das extremst schwierig. Morgen, Michael. Ja, Branded Stock. Das ist ein spannender neuer Begriff, erfunden von der Firma Sheridan. Hier ein ganz großartiges Geschäftsmodell, ein ganz großartiger Ansatz. Was macht ihr mit Produktfotos, wenn ihr jetzt zum Beispiel Produktfotos in der Karibik braucht, in Amerika, wenn ihr gewisse Szenen haben möchtet, wenn ihr wechselnde Produktfotos haben möchtet, weil ihr verschiedene Content-Strategien fahrt, dann seid ihr im Grunde genommen in den Hintern gekniffen. Dieses Problem löst Sheridan. Und zwar schafft es eine Verbindung zwischen euch und dem Fotografen in irgendeinem Land der Welt. Dem Fotografen schickt ihr eure Anforderung, logischerweise noch euer Produkt. Er macht Fotos damit und dann entscheidet ihr, ob ihr die Fotos ihm abkauft oder auch nicht. Großartige Möglichkeit für euch, gerade für euch als kleine und mittlere Händler, auf ein richtig professionelles und großartiges Produktbildportfolio zurückzugreifen, weil das steht euch so normalerweise nicht zur Verfügung, weil ihr reist wahrscheinlich nicht mit einem Filmteam an den Strand oder auch an die Bretagne. Berichtet hierüber hat zuerst OMR. Den Artikel zum OMR-Bericht findet ihr unterhalb des Videos. Ja, jetzt kommen wir schon zum letzten Punkt. Am Freitag ist der 1. April. Thema April-Scherz. Nutzt ihr das marketingtechnisch? Nutzt ihr das für euer Unternehmen, für eure Mitarbeiter, um die Stimmung aufzulockern? Nutzt ihr es gegenüber euren Kunden, dass ihr dort vielleicht einen April-Scherz bringt? Macht euch mal Gedanken darüber. Ja, bis jetzt hat es bei Wortfühler jedes Jahr einen April-Scherz gegeben, auch bei mir in der Familie. Also die Chancen, dass auch am Freitag es wieder einen April-Scherz geben wird, die tendieren gegen 100%. Ich bin gespannt, ob er ihn entdeckt. Ja, das war's für den Morning News. Ich wünsche euch einen absolut geilen, großartigen, reibungsstarken Dienstag. Verdient so viel Kohle, dass ihr ja vor Weinen nicht mehr lachen könnt oder vor Lachen nicht mehr weinen könnt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis morgen. Tschüss.